würde ich einfach mal sagen, fangen wir an. Da lauert schon der erste Dobermann auf uns. Die sind aber relativ schnell weg. Na. So, aber was ich mal machen muss, ist den Sound wieder leiser, damit ihr mich versteht. Oder anders, damit ihr mich besser versteht. So, das hier ist Venedig. Und wie immer empfängt uns ein Level immer mit offenen Armen oder anders mit einem eisernen Baseballschläger, der uns, oder anders mit einem Mann mit einem eisernen Baseballschläger, der uns eine drüber ziehen will. Yeah. So, und da drüben oder dort oben ist schon der nächste Typi, der uns umbringen will. Also, Lara, du hast viele Verehrer. Naja, egal. So. Ja, wir sind jetzt in Venedig. Ein neuer Ort. Also, wir sind jetzt sozusagen von China nach Italien gereist. So Norditalien. Ja, ist meiner Meinung nach so. Ah. Ja, aber die Frage ist doch. Jetzt habe ich das Orchester weggemacht. Oh, na super. Ja, das ist eben so. Wenn man unter Wasser ist, dann geht die Musik irgendwie weg und ja. Ach so, ja, natürlich. Eine Tür am. Was ist denn das? Ach ja. Nein. Habe ich einen Schlüssel? Lara, habe ich einen Schlüssel? Nein. Okay. Gut, das war also schon mal ein Reinfall. So. Na, dann gehen wir eben hier rein. Hab ich auch kein Problem mit. Solange es noch genug Wege gibt, ne? So, ja, das Level heißt auch direkt Venedig. Gibt wieder drei Secrets. Und ja, ich würde einfach mal sagen, genießen wir dieses Level. Denn ja. Denn das ist auch so ein bisschen mit. Ja, es ist eben was Schönes, so auch mal. Man schwelgt auch so dann irgendwann in der Nostalgie mit drin, weil es ist ja einfach so, die älteren Tomb Raider-Teile, das. Heute ist man ja nur so bei den neueren und so auch die Jugend ist auch so auf Ballerspiele eingerichtet, aber das ist eben nicht so direkt ein Ballerspiel hier. Hier muss man eben überlegt ballern. Was auch eigentlich so die älteren Teile, das sind ja eigentlich so die älteren Teile von Tomb Raider. Hallo Hund. Auf Wiedersehen, Hund. Ja, also das sind so die älteren Tomb Raider-Teile, ne? Nichts anderes eben. So, und ich habe auch gerade schon wieder was gesehen. Und zwar, der Typ hat einen Schlüssel für uns. Das war jetzt schon der dritte Schlüssel. Wie heißt denn der? Bootshausschlüssel. Und der Name des Schlüssels lässt auch schon darauf schließen, ne, dass wir in diesem Level mit einem Fahrzeug fahren, und zwar einem Boot. Super, wieder 10.000 Tode. Nein, Scherz. Nee, man kann auch, das gab's glaube ich gar nicht in Tomb Raider 3, dass man mit den Pistolen Fenster zerschießen kann. Also was ich damit jetzt meine, ist das hier. Das finde ich ist ganz cool. Naja, was nicht so cool ist, ist diese 2D-Animation von von Kerzenhaltern. Oh, wartet mal. Wir müssen das jetzt uns mal von der Seite angucken. Ja, also, man könnte auch denken, das gehört mit zur Tapete. Naja, aber, also, man muss auch dazu sagen, die Gegenstände, die Lara findet, sind in Tomb Raider 2 jetzt nur noch 2D. Also, das heißt, die bewegen sich sozusagen mit dir mit. Hä? Mit dir mit? Nee. Also wenn du aus einer anderen Perspektive auf die Gegenstände guckst, siehst du immer nur die Vorderseite und nie die Rück. Was mache ich denn für eine Scheiße? Was mache ich denn für einen Mist? Ich muss doch da hoch. Ja, fängt ja schon mal gut an.
Man muss natürlich den Hebel betätigen. Wieso kriegst du denn den Sprung bitte nicht hin? Kannst du mir das mal sagen? Ja, genau, das sage ich auch immer. So, es gibt aber eine Art von Fenster, die man nicht zerschießen kann, und zwar die. Oh, da war eben der Himmel. Ja, Lara wird nie in denselbigen kommen. Oder anders, wir machen eine Ausnahme. Wenn Lara sich gut benimmt während des LPs, dann kommt sie in den Himmel. Oder, nee, das wäre ja viel zu nett, dann kommt sie eine Stufe höher aus der Hölle hinaus. Also sagen wir mal so, es gibt drei Stufen in der Hölle. Die erste ist die obere. Du. Oh. Was soll das? Was soll das? Die zweite ist die mittlere und die dritte ist die ganz untere, wo man dann nicht mehr wieder hinauskommt. Aber man könnte ja auch schon sagen, dass Lara der Teufel in Person ist. Aber egal. So. Wir fahren jetzt einfach mal mit dem Boot. Ich habe die Faxen dick, aber ich habe so das Gefühl, wir müssen trotzdem zu dem Hebel. Also ist es total egal, was wir machen. Wie bediene ich denn dieses Teil? Ich werde ja schon wieder angeschossen. Was ist denn das für ein Mist? Wetten, ich werde im Wasser getroffen. Wo ist denn der Typi? Ach, hallo. Och ja, lass mich doch einfach in Ruhe, Mensch. So, und der nette Typ hatte für uns die, Trommelwirbel bitte, Automatikpistolen. Haben wir nur 80 Schuss, aber das ist ja eigentlich egal. Hauptsache, wir haben die Automatiks und vergessen nicht wieder irgendeine Waffe wie in Tomb Raider 3. Ich sag nur die Uzis, die man hätte schon finden können in der Old Witch. Aber, naja, egal. Die Harpune ist ja bis zum Ende verschollen geblieben. Aber man findet eigentlich in Tomb Raider 2 die Waffen alle recht offensichtlich. Also hoffe ich, denke ich. Ich als LPer würde sowas. Ja, wie würde ich das mal? Ich würde sowas als LPer bevorzugen, so oder anders gutheißen. Wort gefunden. So, und jetzt speichern wir, bevor wieder sowas passiert, und dann können wir einfach laden. Ja, aber ich muss doch irgendwie dorthin kommen. Ja, und? Ja, klappt nicht so richtig, würde ich sagen. Probier bitte noch mal den Sprung. Ach so, ja, natürlich. Nee, egal, wir sind weiter. Das ist alles, was zählt. Und da ist der Hebel, der uns die Pforte öffnet in die Dunkelheit. Exakt. So, jetzt können wir endlich mit dem Boot fahren. Wir haben jetzt hier die Pforte des Bootes geöffnet. Und dann geht's los. Die Frage ist nur, wie gebe ich mit dem Teil Gas? Ach so. Zünde mal eine Fackel an. Wir kommen jetzt in die Dunkelheit. Stopp. Bist schon wieder zu weit gefahren. Ja, wie? Ach so, ich lenke mit den Pfeiltasten. Ja, sag das doch. Das nenne ich mal offensichtlich. Ich habe auch so das Gefühl, dass bei den Secrets der steinerne Drache immer so am leichtesten zu finden ist. Hallo? Ach so, ja, okay. Lass dich von den Ratten anknabbern, Lara, denn du bist ja selbige. So. Okay. Frage ist nur, wo ging's hier hin? Nirgendwo. Gut, okay. Ja, ich muss ja irgendwie wieder zurück zum Boot kommen, oder? Ja, okay, hier ist eine Leiter. Das erklärt natürlich einiges. So, ja, dann wieder zurück ins Boot und weiter geht's. Ich finde es ja schade, dass nicht so eine schöne Musik kommt.
Wie gebe ich hier Vollgas? Ja, schön. Wo geht's lang? Ach, nach da, gut. So, und das, finde ich, hätten sie auch mal in Tomb Raider 3 einbauen können. So ein Boot. Oder wir hatten ja speziell ein Boot, so ein Schlauchboot, aber dass wir keine Wasserfälle damit runtergefahren sind, sozusagen. Das finde ich schade. Aber das ist ja egal, denn hier unten, getarnt in der Dunkelheit, wartet der nächste Drache auf uns. Um genau zu sein, ist es der goldene Drache, wie ihr auch gerade schon gesehen habt. Das heißt, wir haben schon drei von drei Secrets, nee. Wir haben schon zwei der drei benötigten Drachen und der letzte, ja, der kommt noch. So, wir sind jetzt sozusagen in so einer Untergrundpassage. Aber wie gern würde ich mal nach Venedig fahren, nach Italien. Das wär's doch mal. Guten Tag. Du triffst mich nicht. Ich laufe im Kreis, ich bin dir im Rücken. Genau, und du hast nette Automat. Stirb. So, du hast nette Automatikmunition für mich. Und jo. Sammelt die Schrotpatronen auf, die wir auch finden. Und was mir gerade auch auffällt, anders als in Tomb Raider 3 sehen wir, was wir einsammeln. Und zwar in... Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ja, exakt. Ich habe einen Fehler gemacht. Machen nochmal auf. Ja, gut. Denn was jetzt kommt, hat Core Design mal gut gemacht. Denn wir müssen jetzt in eine Schleuse reinfahren. Müssen jetzt sozusagen das Boot auf eine höhere Ebene bringen. Und damit... Liegt hier irgendwo noch was? Ja, und... Aha, aha, aha. Uzi-Munition, zweimal sogar. Und in dem Sinne müssen wir jetzt das Boot auf ein höheres Level bringen. Und sozusagen, um eben weiterzukommen. Und zwar, wir betätigen jetzt den Hebel, die Tür geht zu. Meiner Meinung nach müsste sich jetzt auch der Wasserpegel in der Schleuse erhöht haben, was somit heißt, dass das Boot sich auch mit erhöht und wir jetzt hier weiter schwimmen können. Aber vorher müssen wir noch den Hebel hier betätigen, denn der öffnet die Haupttür dort vorne, wo Lara gerade hinguckt. Genau, ja, das habe ich vermisst. Dass wir endlich mal sehen, was wir aufgemacht haben oder was wir bewirkt haben mit einem Hebel. So, und damit? Und damit können wir los. Ja, da werde ich schon abgeschossen. Und wir haben mal die Minen gleich entfernt am Levelausgang. Und werden auch gleich abgeschossen. Wo ist der Typ? Hier. Ja, also was wir gerade... Oh, ich bin gleich tot. Also was wir gerade bewirkt haben... Stirb! Lass mich in Ruhe! Hast auch eine schöne Maske auf. So, was wir jetzt einsammeln ist M16-Munition. Wir finden auch in diesem Spiel eine M16. Diesmal keine MP5 wie in Tomb Raider 3. Und somit wurde eben dieses Waffenarsenal verkleinert in dem Sinn oder geändert. Und was unser Ziel ist in diesem Level, diese Tür zu öffnen. Und ihr seht schon diese Uhr dort oben. Das ist nämlich ein Zeitspiel. Und was wir gerade gemacht haben, wir haben die Minen entfernt, um dann heil eben durchzukommen. Ja. Und das haben wir schon mal weg. So, was wir jetzt machen, ich würde einfach mal sagen, wir arbeiten das jetzt der Reihe nach ab. Wir gehen jetzt hier raus und gucken mal, was uns erwartet. Denn wie gesagt, ich spiele es zum Teil blind, oder was heißt zum Teil, ich spiele es komplett blind. Ich weiß nur so ungefähr aus den LPs, die ich mir angeguckt habe, wo die Secrets sind. Also von daher, das ist, ja, sollte eigentlich reichen.
Ja, das sollst du eben nicht machen. Du sollst nach vorne springen und dich dann gleich zur Seite drehen. Naja, egal, aber Cordisheim war ja nett und hat uns ein zweites Boot zur Verfügung gestellt, falls wir das erste, ja, genau, falls wir das erste kaputt machen. Stirb! Hör auf, mich zu schlagen. Das passiert auch ihrem Mann. Und zwar, wenn Lara schlechte Laune hat, dann wird der Mann geschlagen mit so einem Baseballschläger, damit er lernt, wer das Recht im Hause hat. Deshalb, das wäre so, wenn Lara einen Mann hätte. Deshalb hat sie, legt sie sich erst gar keinen Mann zu, weil sie braucht ja eh keinen. Sie kann sich selber fortpflanzen, denn ich meine, sie ist Lara. Und im Endeffekt, ja. Genau, und größer würde ich, ja, guckt's euch an. Der Schlüssel dreht sich mit der Bewegung oder mit der Sichtweise, die Lara auf ihn wirft. Ja, okay. Wir hören jetzt mal auf, das Spiel schlecht zu machen. Ja, aber es war eben damals so. Anders ging es eben nicht. Ja. So, wir setzen den stählernen Schlüssel ein. Stählernen Schlüssel. Auch das Design. Die Schlüssel wurden in diesem Tomb Raider-Teil richtig gut designt. Also, da ist der Uli-Schlüssel in Tomb Raider 3 nichts dagegen. Der zwei Augen hatte. Warum auch immer. Müsste man mal so googeln, Uli-Schlüssel. Da kommt bestimmt gleich Tomb Raider 3.